Die Bundesregierung will Milliarden Euro an Schulden aufnehmen, um mit diesem Geld dann an der Börse zu zocken. Klingt unglaublich, ist aber so. Nach dem Riester-Betrug und ähnlichen Schweinereien, die schon mit unserer gesetzlichen Rente angestellt wurden, kommt jetzt die Lindners nächste Luftnummer. Die Bundesregierung will, wie gesagt, Schulden aufnehmen und darauf spekulieren, dass die Zinsen auf Bundesanleihen geringer sind als die Kapitalrendite, die sie an der Börse verdienen kann. Da kann man bei aktuell rund 4%, die auf Bundesanleihen gezahlt werden müssen jedes Jahr, nur sagen, toi, toi, toi. Und wo wir schon bei diesen Zinsen auf Bundesanleihen sind, das sind die eigentlichen Profiteure. Die eigentlichen Profiteure von Lindners neuem Generationenkapital, also diesem mit Staatsschulden an der Börse zocken, ist nämlich das Finanzkapital. Genauer gesagt vor allem 36 große Banken, die zur Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Also wer gehört zu dieser Bietergruppe Bundesemissionen? Das sind die Commerzbank, die Citigroup, die BNP Paribas, die Deutsche Bank, die Deka Bank und noch viele, viele andere. Wie gesagt, internationale Großbanken vor allem, die UniCredit, die UBS Deutschland, Morgan Stanley, JP Morgan, die ING, also wirklich alles, was ihr euch an internationalem Großkapital vorstellen könnt, profitiert von diesem, von Lindners Vorschlag. Und wie das bei der FDP nun mal so ist, die Interessen des Finanzkapitals stehen für die FDP natürlich ganz, ganz oben. Deswegen setzt sie so etwas wie das Generationenkapital, die Aktienrente, nennt es wie ihr wollt, natürlich auch willfährig um. Wie gesagt, hauptsächlich profitieren davon, dass wir mit neu aufgenommenen Staatsschulden an der Börse zocken. Das sind natürlich die Banken, die die Zinsen auf diese Staatsschulden kassieren. Und da wird uns ja erzählt, das könnte zur Sicherung der Renten beitragen. Das ist etwas ganz Sinnvolles, ist natürlich riesengroßer Bullshit. Die Rente wird immer von den aktuell arbeitenden Arbeitnehmern finanziert. Also die Arbeiter, die arbeiten in Unternehmen, die erwirtschaften dort Produkte und Dienstleistungen und die werden dann an die Rentner umverteilt. Ob das jetzt per Aktienfonds, also über die Dividenden der Aktien passiert oder ob man einfach die Gewinne der Unternehmen höher besteuert oder ob man Rentenbeiträge hebt, ist hier völlig unerheblich. Es spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Umstand, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes gar nicht sparen kann, dass die Rente immer eine Umverteilung von Arbeitern zu Rentnern ist, dieser Umstand wurde schon vom Ökonomen Gerd Mackenroth beschrieben, trägt nach ihm auch den Namen Mackenroth-Theorem. Und dieses Mackenroth-Theorem, das ist natürlich jungen SPD-Lern völlig unbekannt. So schreibt der Ökonom Lukas Scholle: Junge Sozialdemokraten, wenn es um die Zerschlagung der letzten verbleibenden Reste des Sozialstaates geht. Hier sind nämlich zwei junge SPDler, Dario Schramm und Matthäus Berg, die schreiben, also ich liebe die Aktienrente und darf ich Ihnen einen Trade Republic Einladungslink schicken? Ja, weil eine volkswirtschaftliche Aufgabe wie die Rentenfinanzierung natürlich mit dem privaten Investieren in ein Aktiendepot vergleichbar ist. Also völlig hirnrissig, was die schreiben. Da merkt man auch, auf welchem intellektuellen Niveau sich viele Bundestagsabgeordnete bzw. junge SPD-Politiker bewegen. Alexander Jorde, der schreibt jetzt auch noch, die Aktienrente ist eine kluge Ergänzung zur umlagefinanzierten Rente. Die Kritik von links ist wenig nachvollziehbar. Letztendlich verfügen Arbeitnehmer dadurch zu einem gewissen Teil über die Produktionsmittel. Länder wie Norwegen und Schweden machen es erfolgreich vor. Naja, Norwegen hat erstmal riesige Leistungsbilanzüberschüsse dank der extrem hohen Öleinnahmen. Sowas hat Deutschland nicht. Und wie gesagt, wenn man zusätzliche Schulden aufnimmt und damit an den Finanzmärkten zockt, dann stellt sich doch jedem klardenkenden Menschen sofort die Frage, wenn man hier Schulden aufnimmt und damit Geld in der Hand hat, wieso gibt man den Rentnern das Geld nicht direkt? Wieso muss man damit auch noch an der Börse zocken? Geht es hier vielleicht darum, dass das Finanzkapital mehr Profite machen kann? Geht es hier vielleicht gar nicht darum, dass die Rentner genug Geld haben? Könnte man fragen, wenn man logisch über das ganze Thema nachdenken würde. Aber so etwas ist bei SPD-Land leider ein Fremdwort. Noch ein SPDler, der schreibt, hallo Lukas Scholle, Unwissenheit ist keine Schande, kann aber behoben werden. Ja, das kann ich nur dankend zurückgeben. Komm doch gerne mal nach Frankfurt und ich erkläre dir ganz ausführlich und fundiert, wieso eine Aktienrente eine äußerst sinnvolle Anlage, insbesondere für kleine Einkommen ist. Also, wie bescheuert geht es eigentlich noch? Also, der Typ hier hat sich anscheinend überhaupt nicht durchgelesen, worum es bei der Aktienrente geht. Also, bei Lindners, bei dem Generationenkapital jetzt. Da nimmt der Staat Schulden auf und will damit angeblich das Rentenniveau stabilisieren. Ich würde sagen, er will die Profite des Finanzkapitals steigern. Wie gesagt, da gehen die Meinungen jetzt auseinander.
Ich würde sagen, das ist ein ziemlich klares Subventionsprogramm für die Banken, da sie dann halt mehr Staatsanleihen haben, wo sie Zinsen drauf kassieren und es sehr spekulativ ist, wie hoch die Kapitalrenditen ausfallen. Die können höher sein, die können aber bei schlechter wirtschaftlicher Entwicklung auch niedriger sein und dann hätte der Staat ein Minusgeschäft gemacht, die Löwke müsste ja trotzdem füllen. Das heißt, wir hätten wieder Milliarden Euro verbrannt, beziehungsweise nicht verbrannt, das Geld wäre ja nicht weg, sondern es wäre nur bei den Banken. Ja, aber SPDler scheinen irgendwie kein Problem damit zu haben, dass bei diesem Geschäft, egal ob der Staat da jetzt Plus oder Minus drauf macht, die Profiteure nicht die Rentner, sondern die Banken sind. Ich meine, was interessieren einen SPDler schon Rentner? Der Staat könnte auch einfach das gesetzliche Umlagesystem anders gestalten. Er könnte das Rentenniveau anheben. Er könnte die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Er könnte dafür sorgen, dass dass die Rentenansprüche nicht linear zu den eingezahlten Beiträgen steigern und. Es gibt viele Dinge. Man könnte Kapitalerträge für die Renten mit ranziehen, man könnte den Bundeszuschuss erhöhen. Es gäbe so viele Vorschläge. Aber was machen SPDler? Sie wählen genau den Vorschlag, der dem Finanzkapital die fettesten Profite beschert und der die gesetzliche Rente auf die mit Abstand unsichersten Beine stellt. Und Dario Schramm schreibt jetzt natürlich, ich würde gerne was von der gesetzlichen Rente haben, in die ich seit Jahren brav einzahle. Also auf Lukas Scholles Kritik hier. Also es ist wirklich völlig hirnverbrannt, was in dieser rentnerhassenden Partei so los ist. Ja, Sozialdemokrat, Politik und Recht, was soll man zu solchen Leuten noch sagen? Dario Schramm, hier habe ich tatsächlich noch einen Tweet von ihm. Meine Generation zahlt aktuell in einen Rententopf ein, von dem sie später beim aktuellen System nichts haben wird. Die Aktienrente ist besonders hinsichtlich der Generationengerechtigkeit der einzig logische Schritt. Da hat Marlon jetzt gefragt, du hast keine Ahnung davon, wie die Rente funktioniert, oder? Warum sollte unsere Generation nichts von der Rente bekommen? Warum bekommt ein österreichischer Rentner 1.000 Euro mehr? Hast du dich damit 10 Minuten befasst? Ja, das sind alles gute Fragen. Nein, hat er wahrscheinlich nicht. Er labert einfach Christian Lindners Propaganda nach, die ja 1:1 auf der Linie des Finanzkapitals ist. Und ja, natürlich. Also man kann nichts in einen magischen Topf einzahlen und dann mehr Geld wiederkriegen. Auch die Finanzmärkte verteilen Geld nur um. An den Finanzmärkten wird kein Wohlstand geschaffen. Die Finanzmärkte verteilen Geld um. Wenn wir da jetzt Aktien kaufen und dann später Dividende wiederkriegen, dann wurde dieses Geld, was in diese Dividenden fließt, von den Arbeitern, die für diese Unternehmen arbeiten, erwirtschaftet. Das heißt, dadurch haben wir keinen einzigen Euro mehr. Wir könnten die Gewinne der Unternehmen auch einfach höher besteuern. Wir könnten auch einfach die Rentenbeiträge anheben. Wir könnten auch, wir könnten auch so Schulden aufnehmen und damit die Rente finanzieren. Ginge alles. Aber wir müssen nicht Schulden aufnehmen, damit dann Aktien kaufen und dann darauf zocken. Also es ist ja wirklich reine Zockerei, dass die Fremdkapitalrendite geringer ist als die Eigenkapitalrendite. Also dass ein Hedgefonds so handelt. Okay, kann man jetzt fragen, ob man das strenger regulieren sollte, aber dass ein Hedgefonds das macht, kann er ja machen, sind ja die Gelder seiner Anleger. Aber sollte der deutsche Staat hier wirklich ein systematisches Subventionsprogramm für die Finanzindustrie betreiben? Wie gesagt, die Banken, die diese zusätzlichen Bundesanleihen halten, also wie gesagt, die Bietergruppe Bundesemission. Ich hatte euch die Mitglieder aufgezählt, Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter. Die profitiert davon auf jeden Fall. Aber die Rentner, ob die davon profitieren, das ist reine Spekulation. Langfristig sind die Renditen, die man mit ETFs erzielen konnte, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durchgängig höher gewesen als die 4%, die man gerade auf langlaufende Bundesanleihen zahlt. Aber wer garantiert uns, dass das in Zukunft so ist? Das ist reine Spekulation. Das Wachstum, das nimmt seit Jahrzehnten ab. Und diese Annahme, dass die Finanzmärkte systematisch eine höhere Rendite bieten könnten als die Realwirtschaft, die ist durch nichts zu belegen. Die Finanzmärkte wurden im Vergleich zur Realwirtschaft enorm aufgebläht. Jetzt auf die Aktienrente zu setzen, ist ja ein Zocken darauf, dass diese Aufblähung der Finanzmärkte weitergeht. Aber diese Aufblähung der Finanzmärkte, die ist Folge von politischen Entscheidungen. Die ist Folge davon, dass man es Banken leichter gemacht hat, Kredite an Hedgefonds und so weiter zu vergeben. Die ist Folge davon, dass man die Banken immer weiter dereguliert hat, dass man das Trennbankensystem aufgehoben hat. Die ist Folge davon, dass die Vermögensungleichheit so stark gestiegen ist und es jetzt große Vermögen gibt, die sich an den Finanzmärkten Wege zum Anlegen suchen. All das sind Folgen einer grundfalschen Politik. Also Neoliberale betreiben eine Politik, die die Finanzmärkte im Vergleich zur Realwirtschaft aufbläht. Und diese Neoliberalen, seien sie jetzt bei der SPD oder der FDP, die nehmen diese grundfalsche Politik, diese Folgen ihrer Politik als Argument dafür, dass wir die Finanzmärkte jetzt noch weiter aufblähen sollten mit einer gesetzlichen Rente, mit einer gesetzlichen Aktienrente. Damit, dass wir Staatsschulden aufnehmen
und damit dann an der Börse zocken. Also das ist wirklich eine vollkommene, durch nichts zu rechtfertigende Idiotie. Und wie gesagt, es zeigt das intellektuelle Niveau, auf dem sich politische Diskussionen, auf dem sich wirtschaftliche Diskussionen in Deutschland mittlerweile befinden. Das Mackenroth-Theorem ist diesen Leuten kein Begriff. Die Tatsache, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes nicht sparen kann ohne Leistungsbilanzüberschüsse, das ist diesen Leuten kein Begriff. Also diese Leute haben keine Ahnung von Wirtschaftspolitik. Sie vertreten aber ziemlich durchgängig die Interessen der Finanzindustrie. Ich finde, alleine deswegen sollten wir die SPD bei der nächsten Bundestagswahl schnellstmöglich aus der Bundesregierung abwählen. Diese Partei ruiniert unser Land, diese Partei ruiniert unsere gesetzliche Rente zugunsten des Finanzkapitals. Viel mehr kann man zu diesem Thema eigentlich nicht sagen.